Was geht ab, meine Damen, meine Herren, und willkommen zu einem weiteren Opening hier auf meinem Kanal. Leute, wir haben eine sehr, sehr interessante Box, die wir heute öffnen werden. Und zwar ist das die Pokémon SM12 Box. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst ja, wir hatten in den letzten paar Sets schon krasse Karten. Sei es Glurak Tag Team oder Mewtwo. Aber jetzt wird's noch krasser. Die Pokémon Company dachte sich, das letzte Set zu Pokémon Sonne und Mond wird mit diesen Pokémon sein. Glurak Tag Team, Bisasflor Tag Team, Turtok Tag Team. Wir haben alle drei Kanto-Starter in dieser Box drin. Wir bekommen dieses Set erst im November, wenn ich mich nicht recht irre. Oktober Pre-Release, November das Set. Aber ich habe schon das japanische Set hier von da. Und Leute, wisst ihr was? Ich bin des Todes gehypt und freue mich, so eine Box zu öffnen. Und ihr wisst ganz genau, wenn ihr diesen Drachen da auf dem Cover sehen könnt, diese Karten werden teuer werden. Glurak-Karten sind immer teuer. Ey, Leute, was soll man sagen? Glurak Reshiram. Ja, Glurak ist ein Moneymaker, von daher versuchen wir diese Glurak-Karte zu ziehen. Ich wäre auch nicht traurig drüber, wenn wir eine von denen bekommen sollten, weil die sind alle sehr, sehr spielstark. Leute, für mehr Openings, beziehungsweise für mehr Openings von dieser wunderbaren Edition, gerne ein Däumchen nach oben geben, Leute. Wenn ich sehe, yo, Support is appreciated, Support ist da, dann wird es auf jeden Fall mehrere Openings von dieser wunderbaren Edition geben. Aber, wie gesagt, die Drachen sind natürlich wieder teuer. Ich habe mir die importieren lassen aus Japan dieses Mal, ne? Also, Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Meine japanischen Freunde haben mir die sehr schnell zugeliefert. Und man muss sagen, schönes Display, ne? Man kennt's ja. Man hat hier einige Booster wieder drin. Wir haben hier original 4 Hits, glaube ich, drin. 4 Hits, mehrere Holos, wunderbare neue Karten. Ich bin gespannt. Wir sehen hier den wunderbaren Effekt. Boah, die glänzen. Die glänzen. Und das ist sehr, sehr stark. Das Display wird beiseite geräumt. Heute auf einer wunderbaren Reshisaat, wollte ich gerade sagen. Sekrom-Matte. Warum sage ich Reshisaat? Sekrom. Sekrom-Matte, die ich mir selber designt habe. Also, falls ihr das machen wollt, wie gesagt, könnt ihr auf Gate to the Games machen. Keine Werbung, kein gar nichts hier. Habe ich dort aber, wie gesagt, auch gemacht. Aber gut, Leute. Wir haben hier mehrere Booster. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Hoffen, dass wir was Geiles ziehen. Und ja, Leute. Könnt ihr gerne erzählen, welchen Starter ihr am liebsten habt. Also, sei es Glurak, Bisasflor, Turtok, wir reden jetzt nur von den dreien. Ne? Wir reden nur von den dreien. Ich weiß, viele von euch feiern auch andere Starter, aber wir meinen jetzt halt nur diese. Wir schauen einfach mal, was wir für Karten haben, beziehungsweise falls ich einige davon schon kenne. Also ich kenne einige davon, ich weiß auch schon, was einige davon können. Zum Beispiel, was das Glurak kann, weiß ich. Weiß, was das Turtok kann, werde ich das euch halt auch erzählen. Aber gut, wir sehen ein Zwirrlicht, was ein bisschen durch eine Stadt schaut. Sieht sehr, sehr interessant aus. Okay. Dann haben wir hier ein Anteron. Anteron. Oh mein Gott! Nee, 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 nee! First Pack? Turtok und Plitver Tag Team? No way! No, 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 no way! Was? Alter Bruder, damit habe ich nicht gerechnet. What the fuck? Wir sehen auch noch mit die beste Tag Team aus dem Set. Turtok und Plinfa ist erstmal zuckersüß, ne? Der Panzer und der kleine Pinguin auf einem Haufen. Aber jetzt noch for real. Das ist wirklich die stärkste Tag Team von den dreien. Turtok ist einfach insane. Der macht 150 Schaden und ich meine, man kann dann halt, je nachdem, wie viel Wasserenergie man in der Hand hat, anlegen und dann Pokémon heilen in der Höhe. Das ist schon mal sehr, sehr krass. Und der hier macht halt 250, wenn man noch extra Energien anlegen hat. Also, das ist halt ein sehr, sehr starkes Deck, was bald rauskommt. Also Wasser wird sehr, sehr stark werden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so eine Karte gezogen haben. Und ich habe das Artwork nicht gekannt. Von daher bin ich auch froh, das jetzt hier in dem Opening zu ziehen. Ey, guckt euch das an. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Alter, stellt euch vor, wir ziehen jetzt noch Bisasflor und Glurak. Das wäre insane. Aber gut, Leute, vorerst haben wir erst noch ein paar
Anton Kopfschmerzen, ne, ihr kennt's. Sehr, sehr insane. Dann haben wir hier ein Thesaurio. Ne, Gladiantri. Thesaurio ist die Weiterentwicklung. Nevermind. Dann haben wir Tropius. Und Leute, ich hab mir gesagt, jedes Mal, wenn ich ein Pokémon falsch ausspreche, ne, ihr wisst, Schnäppke, Schneebedeck. Wenn ihr es nicht wisst, guckt die Videos. Ne, ihr wisst Bescheid. Alle meine Videos sind sehr, sehr insane. Könnt ihr irgendwie was in die Kommentare schreiben? Also irgendeine Bestrafung oder sowas halt, ne? Denkt euch was aus. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Vielleicht können wir da was Cooles machen. Wir haben ein Entei hier. Sieht auch sehr insane aus. Und eine Janina, die hier gereprintet wird, wie es aussieht. Die kennen wir doch aus Kräfte im Einklang. Leute, was ist da los, Alter? Janina, jetzt schon hier am Start. Oh, Leute, da glitzert was, oder? Ah, doch, da glitzert was. Vielleicht der nächste Hit. Vielleicht Glurak, vielleicht Bisasflor. Beedrop. Come on, Slimer. Dann haben wir hier Quatermach mit seinen beiden Brüdern, die die Pokémon sagen. Galoppa, Zwirfinst. Okay, sehr, sehr schöne Karte. Gefällt mir. Und dahinter haben wir noch einen Zango. Der Boy, der durch den Wald rennt. Sehr insane, sehr insane. Bisher gute Ausbeute. Eine Holo und eine Full Art. Da kann man nicht meckern. Und wir haben noch 12 Minuten hier drauf, sehe ich gerade. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben ein Verluzi, Ponita, Rotom, Marshadow. Oh mein Gott, du bist ja super süß. Der Schatten des Pikachus. Super sweet, ey. Also wer den Pokémon-Film gesehen hat, ne? Mit Marshadow und Ash und mit einem sehr, sehr emotionalen Ereignis. Ich spoilere hier gar nichts. Der Film ist mega. Der Film ist mega. Wir haben Pandagro, Scarabon, Thesaurio und jawohl! Da ist die zweite Tag-Team! Bisasflor und Snivy, a.k.a. Serpiboy in der normalen Form. Alter, wie viele Packlack haben wir denn heute? 2 von 3 jetzt schon! Yes! Ist das nice! Oh! Niceness! Niceness Overload! 2 geile Tag-Teams schon und eine coole Holo. Leute, heute ist Packluck des Todes angesagt, würde ich sagen. Huh, come on, das wird noch besser hier. Moruda, der Bruder, let's go. Oh, ein Sesokitz. Ein Weimer, das sieht aber... Alter, was ist mit euch denn passiert? Alter Scheiße. Den geht's nicht gut. Wir sollten schnell weitermachen. Mein Hass-Pokémon. Eine spezielle Energie und das war's auch so. Okay. Leute, ready for Takeoff No-Look-Pack. Ihr werdet es als erstes sehen. Ne, ihr werdet es sehen. So, so, so. Schön, glaube ich, ne? Und jetzt, wenn wir einfach... Skaterin. Victini Holo! Jawoll! Und die sieht sehr sweet aus. Guckt den Hintergrund an. So ein kleiner Wald oder ähnliches, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das neue... Oh, oh, der Eich! Eichsam. Eichkuh. What are you doing here? Oh, Leute, ey. Ich habe zu viel Anime geguckt. Ey. Also in letzter Zeit, ne, ich gucke so viele Anime. Boy, ich habe vor kurzem so ein Netflix-Anime gesehen. Der ist super insane. Ist so ein USK-16-Anime mit irgendwie Polizei und irgendwo doch Fantasy-Sachen. Und ist sehr, sehr geil. Ich kann nicht irgendwie B-Killer oder Killer B oder sowas. Irgendwie so heißt der, glaube ich. Oder der Protagonist heißt so. Ich weiß nicht. Sehr, sehr geiler Anime. Wenn ihn einer von euch kennt, stimmt gerne ab. Beziehungsweise schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch geilere Anime habt für mich, ne? Ich bin auf jeden Fall gehypt. Violet haben wir hier, das dickste Pokémon ever und den Trade. Kleiner Tausch. Leute, ihr wisst ja, ich habe einen Merch-Shop, ne? Hier kurz Bauchbinde, zack, mit coolen Logos, T-Shirts, Tassen, Beutel. Aber nun gibt es etwas Neues. Und zwar haben wir bei jeder Bestellung ab sofort eine Zero of Time Full Art Karte dabei als Autogrammkarte. Ja, ist eine coole Autogrammkarte, finde ich. Da haben die Janine und ich uns was Cooles ausgedacht. Und falls ihr die haben wollt, wie gesagt, bei jeder Bestellung ab sofort dabei. Gönnt euch, Link in der Videobeschreibung. Habt ihr Bock auf einen Tausch, Leute? Ein kleines Tauschgeschäft? Guck hier, das Mauzi. Das ist doch schon so kleiner Tauschi, ne? Da haben wir einen Zwirklop. Oh no, Zwirklop! Ich hab mich gerettet, Okay, dann haben wir hier einen Floink. Die schöne Ultra-Bestie. Schling King ist am Start in der Hole. Und, Bruder, ich werf dich um. Zu, Alter. Das kleine, hässliche Pokémon. Leute, passt auf. Ich habe gelernt,
Ich habe einen Mülleimer. Also jetzt dafür einfach mal alle... wenn ich jetzt hier niemanden applaudieren sehe, ne? Ich habe extra einen Mülleimer jetzt hier an meinem... Guck das an. Alles voller Booster. Wie muss das sein? Stellt euch mal vor, ne? Ich stelle den Müll raus und meine Nachbarn gucken mich an. Oh, sehr cooles Artwork von Zwergkuchel. Tangela, da haben wir hier einen guten... Trombok, sehr nice. Meine Nachbarn gucken mich an und denken sich so... Was macht der denn da eigentlich den ganzen Tag? Ist er nur am Packs öffnen? Aber unsere Nachbarn, ne, also hier, die Nachbarn, die hier sind aus der Wohnung, die denken sich wahrscheinlich auch, da brüllt jemand 24-7 einfach nur die ganze Zeit Hashtag Holo, Hashtag GX, Hashtag Groudon, sehr geil. Speit ein bisschen Feuer. Das gefällt mir, das erinnert mich wirklich an die alten Rubin-Saphir-Zeiten. Sehr, sehr geiles Artwork. Richter, der richtet den Lachs. Sehr nice. Also die wissen auf jeden Fall Bescheid, dass hier ein Verrückter wohnt. Oder haust, oder Packs öffnet, oder ähnliches. Tangolos haben wir hier, das sieht aber... Bruder, was mit seinem Jimmy-Neutron-Kopf passiert, ey. Yo, wie gut! Der ist ja richtig derb so. Bruder, ist da was im Müll? Ich hab einen Mülleimer. Mist. Richtiger Band, das Brot, ey. Richtiger Band, das Brot. Was ist mit meinem Kabel hier los? Kabel! Du bleibst hoffentlich da, wo du bist. Und ich hoffe, dass meine Cam weiter mitmacht hier. Weil sonst wäre das sehr, sehr traurig. Ne? Guck mal, Rotom. Wir haben nochmal hier die guten Affen, ne? 1, 2, 3, let's go. Und jawoll, die nächste geile Karte. Alola Snobillycard. Ist auch sehr spielstark, würde ich gar nichts gegen sagen, von daher. Ich meine, die lässt halt auch, die ist ähnlich wie Latios, genau, Tag Teams. Also ich glaube, Tag Teams oder ähnliches beschränkt die ziemlich. Ich glaube, Tag Teams können nicht mehr angreifen oder Tag Teams können auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, die können keinen Schaden mehr verrichten. Ich glaube, so war das. Aber kann mich auch irren. Schauen wir weiter. Cesurio, Valmer, Scarabon. Sehr geil. Das scheint geiles Artwork. Und eine Energiezugewinnung, die ist auch ganz nice. Leute, ihr wisst, was es heißt. Viererpack. Hauptsache, ich habe einen Mülleimer hier und schmeiß die Hälfte der Packs trotzdem auf den Boden. Ich lerne nicht. Leute, ich brauche einen größeren Mülleimer, so ein Badewannenmülleimer, so ein Setup, weiß ich nicht. So eine große Wanne brauche ich. Hier so eine Wanne für mich? Ich hoffe doch. Let's go. Wir haben wieder Slime. Da haben wir den Roller Skater Ramp. Die soll auch sehr, sehr gut sein. Jujitsu. Let's go. Fion. Und Pam Pam. Tangela. Cesurio. Weimar. Zwirklo. Mauzi. Oh, da ist was, oder? Oh, nicht. Kyogre. Sehr nice. Wir haben beide gezogen. Das Höhenduo. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch das gute Raid ziehen. Maruder Bruder lässt seinen Anker los. Sehr geil. Boah, wie hieß es jetzt noch? Seso Kids und die Weiterentwicklung? Ah! Dammit! Komm schon! Ne. Es tut mir leid, mir fällt dein Name nicht ein. Kronjuwelt! Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich habe deinen Namen einfach vergessen. Leute, sad. Aber so ist das im Leben, ne? Manchmal vergisst man seine Freunde einfach. Und... Lady! Oh, wer bist du denn? Leute. Sie und ich haben jetzt, ne, ein kleines Date, würde ich sagen. Hallo, Süßer. Ich habe einen Freund. Oh, scheiße, ist das ihr Freund? Ich hoffe mal nicht. Ah, die sieht ja super sick aus, ne? Kleines Waifu-Girl, das nehme ich doch gerne mit. Ich hoffe, dass nicht wieder hier die Leute bei mir angeklopft haben, ne? Leute, wenn ihr wisst es, ihr seht es, ne? Also wenn ich wieder hier irgendwelche kleinen Kinder oder ähnliches mache, weil die sieht nicht so erwachsen aus, ne? Und der Zero, der ist ja nicht so... Ihr wisst... was ich sagen will, ne? Also, die ganzen Anime-Girls, die sind alle nicht in meinem Alter. Sehr, sehr geile Karte! Blaze Falon Holo. Bam! Das explodiert wirklich da hinten. Und die Karte ist super krass. Und zwar sagt diese Karte, wenn du genau 4 Preiskarten hast, ist es, glaube ich, kannst du für 2 Energien 12 Schadensmarken auf ein Pokémon legen. Und das, meine Damen und Herren, ist für 2 Energien. Du hast 120 Schaden. Krank. Also, Psycho wird so stark werden,
Da freue ich mich des Todes drauf. Die neuen Karten werden einfach mega insane werden. Wie gesagt, Visafloor und Snivy, a.k.a. Serpentfreu. Oh, jawoll! Ich hab's gecallt! Ich hab's gecallt! Let's go! Alle drei! Alle drei! Oh! Never, 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 never. Junge. Was ist das für ein Display? Ich wollte gerade von dieser Karte erzählen, weil ich nicht mit dieser Karte gerechnet habe. Und ich ziehe nicht nur den, nicht nur den, nicht nur den, sondern alle drei. In einem Opening. Das ist krank. Ich bin lange nicht mehr ausgerastet, aber das kann ich auf jeden Fall jetzt machen. Glurak Rotena Tag Team. Die neue Glurak Tag Team Karte. Easy gepult. Easy gepult. In der normalen Form, genauso wie die hier. Und die in Full Art. Boys and Girls, die Karte wird insane werden. Und zwar kann diese 180 Schaden drücken. Dazu kannst du dir am Ende des Zuges... Wie viel war es? Drei Karten? Ich glaube, drei waren es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Drei oder eine Karte. Aber ich glaube, es waren drei Karten, kannst du dir dann am Ende des Zuges, also nach der Attacke dann, in deine Hand tun. What? Das heißt, du kannst einen Schweißer suchen, du kannst einen Feuerkristall suchen, du kannst noch einen Glurak suchen. Und dann geht's los. Oder halt nur eine. Ich meine aber, es waren drei Karten, die man sich in die Hand hinzufügen kann. Ja, yep, es sind drei Karten. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Holy insane. Das ist heftig. Das ist echt krass, ey. Und ich glaube, der kann vieles heilen, 160 Schaden drücken. Das ist krass. Aber wie gesagt, der Beste wird dieser hier sein, weil der kann heilen, Energie legen und 150 machen. Und halt noch 250 mit der hier. Ja, das ist insane. Warte mal, ich kann euch nochmal kurz sagen, was das Glurak sonst noch kann. Lege 5 Basis-Energiekarten aus dem Ablagestück beliebig an deine Pokémon an. Wenn dieses Pokémon mindestens eine extra Energie hat zu den Kosten dieser Attacke, ist das aktive Pokémon des Gegners jetzt verbrannt und verwirrt. Das heißt, im Late Game, falls du die hast und auch die Ajax-Attacke hast, füllt 5 Energien sozusagen oder werden an deinen Pokémon 5 Energien von Ablagestapel angelegt. Ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Leute, ich weiß nicht, was los ist heute, aber ich habe Kopfschmerzen. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, ne? iPhone, Fion, ihr wisst Bescheid. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann war das ein Opening, ne? Wo ich leicht upgraged bin. Schlingking, Holo noch einmal und der Pokémon fängt. Holy shit. Also, wenn hier noch irgendwas drin sein soll, ne, dann muss ich mich ein bisschen beruhigen, weil sonst explodiert mein Kopf. Und das wollen wir ja nicht. Wieder der Schatten des Pikachus und der Tausch. Den wir leider nicht mehr haben, glaube ich. Ich glaube, Tausch rotiert weg, oder? I don't know, guys. I don't know. Murudabuda muss los. Pandagro. Cesurio. Groudon Holo again. Okay, jetzt doppeln sich die Holos. Das ist weniger geil. Japanisches Display. Sei ein bisschen lieber. Komm schon. Komm schon. Ponita. Verlusi. Und das ist krass, Alter. What the fuck, Alter. Jetzt war for real. Wir ziehen hier tatsächlich jede Tag-Team einfach. Turtok und Plinfa. Ebenfalls. In der normalen Form. Alter, jetzt war for real, Leute. Das ist einfach nur krank, Alter, ey. Ich komme mir gar nicht mehr drauf klar hier. Anton, guck, das ist gerade mein Kopf. Der ist kurz vorm Explodieren. Er kommt gar nicht mit dem Hype klar, so wirklich. Und ich habe den ganzen Müll auf den Boden geworfen. Ich paddel, ey. Ach komm, wir machen nochmal hier ein No-Reaction-Pack heute. Aber dann war's es auch, Leute. Letztes Pack. Krabox, Sesokids, Flambirex und die Pokémon-Kommunikation. Keine Secret Rare. Das Beste, was wir gezogen haben, war in Anführungsstrichen nur eine Full Art. Aber Leute. Alle drei Starter. Mission completed. Und Turtok Plinfa Full Art. Leute. Ihr wisst ja, ne?
Bewertungen boosten den Kanal, boosten die Zuschauerbindung und alles. Und wisst ihr was? Wenn ihr ein weiteres Opening von dieser Edition sehen wollt, 2000 Likes. Ihr kriegt das easy hin, ich weiß. Leute, die Zero Army, die ist ja auf jeden Fall, was das angeht, no problemo, glaube ich. No problemo für euch. Von daher, Leute, macht die 2000 Likes voll und ich werde nächste Woche noch so ein Opening raushauen. Einfach so, für euch. Ich glaube, das wäre cool. Ich bin platt. Darf den Müll jetzt einräumen. Und habe sehr, sehr geile Karten. Ich liebe japanische Karten und ich liebe diese Artworks. Guckt euch allgemein das Totoki an. Also, das ist krass. Vielleicht kann ich damit auch ein Proxy-Duell schon machen. Aber, Leute, werden wir sehen. Ich zeige euch gerade die Karten in die Kamera und die Kamera ist gar nicht mehr an. Guckt euch das an. Da. Es ist einfach heftig. Leute, macht's gut, bis nächstes Mal. Ich bin raus und fertig und ciao.